Guten Tag und herzlich willkommen zu einem zurück zu einem weiteren Video hier beim Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, heute werde ich euch den Arkusin Autostack FS 6372 vorstellen. Der ist zum Ballensammeln. So, einsteigen. Zack, Arbeitsstellung. Und dann wollen wir mal. Nummer 1. So, das Feld werden wir auch weiter verwenden hinterher für Kartoffeln. Also nachdem ich jetzt hier Stroh eingesammelt habe, werden wir das Feld grubern und dann Kartoffeln legen. Ja, es kam jetzt diese Woche kaum ein Video. Das hat auch einen bestimmten Grund. Ich bin ein wenig stinke sauer. Das liegt an der schlechten Beteiligung ja, eurerseits zu meinem letzten Video, wo ich ja ein FAQ machen wollte. Ne, ihr könnt Fragen stellen, ich beantworte euch diese. Das Ganze hat einen Zweck, damit man ja euren Let's Player, Kommentator, wie auch immer, ein wenig mehr kennenlernt. Vielleicht auch Fragen stellen, wie nimmst du auf, welche Programme benutzt du. Aber anscheinend habt ihr daran kein Interesse, also wird dieses auch wegfallen. Obwohl jeder hat eigentlich eine zweite Chance verdient, so sehe ich das. Also ihr könnt jetzt unter diesem Video, genau, das ist eure letzte Chance. Sonst lasse ich das einfach mal sein. Könnt ihr gerne Fragen drunter schreiben, die ich euch gerne dann beantworten werde. So, mehr haben wir jetzt hier nicht. Okay. Das andere ist Heu. So, nee, da. So, Ballen, Entladen, Transportstellung. So, zwei Stück könnte ich noch aufsammeln. Die habe ich da hinten liegen. Dann haben wir das nämlich alles schön gestapelt. Schauen wir mal. Ach, die stellen wir jetzt einfach daneben. Ja, hier steht noch der Mischstreuer. Da habe ich auch vergessen zu speichern. Nachdem ich euch ja gezeigt habe, wie man mischstreut. Nehmen haben. Ja, das sieht doch gut aus. So, Ballen entladen. Stück zurück. Ja, hier können wir die entladen, so an dieser Stelle entladen. Okay, ich kenne jetzt mein Glück, wenn ich vorwärts fahre, haue ich alle um. Oh, doch nicht. Glück gehabt. So, die Ladefläche senken. Jetzt sammeln wir eben noch die Heu ein. Die werden wir aber verkaufen. Und dann werden wir das Feld grubern. Damit, ja, dann können wir auch sehen. Ja, und am letzten Video wurden ein paar Aussagen getroffen, die ich auch nicht so wirklich schön finde.
irgendeiner hat drunter geschrieben, möchte gern Bauer. Ja, wenn dir das nicht passt, was ich hier zusammenspiele oder nicht, schau meine Videos nicht. Also ich muss sagen, schon vorbereiten zum Plan. Stelle entladen, zack, senken. So, dann bringen wir das Ganze wieder zurück. Transportstellung. Holen uns dann den Gruber und wenn dieses Feld hier grubern. Und danach die Kartoffeln legen. Hier die Kartoffelerntemaschine. Kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Ne, das zeige ich euch im nächsten Video. Wo ich dann was dazu erkläre. Da kann man nämlich auch einige Maschinen sparen. Damit haben wir auch wieder Slots gespart. Dahin. Die Kamera dreht hier sehr langsam. Ich hoffe, dass der LS irgendwann mal wirklich für die PS4 kommt. Weil dann kann ich nämlich komplett umsteigen auf die PlayStation 4. Weil grafisch ist die doch weitaus. Ja. Ist ja auch klar. Neue Konsole. Weitaus besser. Ist ja schon gar kein Vergleich mehr. Das ist auch lustig, wenn man eine Runde PlayStation 4 gespielt hat und dann hier eine Runde PlayStation 3, da kriegt man echt schon Augenkrebs. Aber das ist wieder ein anderes Thema. So, wie gesagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier unter diesem Video eure Fragen zu stellen. Das kann alles Mögliche sein, wie wie bist du zum Zocken gekommen, wie nimmst du auf, mit was für Programm nimmst du auf. Hast du Tipps oder Tricks hier für YouTube oder sonst irgendwie was oder auch private Sachen wie, wie alt bist du? Also wer es immer noch nicht rausgefunden hat, tut mir immer noch leid. Also da habt ihr echt die Möglichkeit, genug Fragen zu stellen. So, grober senken, grober aufklappen. Wollen wir mal sinken? Nein. Ah, sinken. So, jetzt bringen wir uns erstmal richtig. Ne, machen wir es nochmal hoch. Erstmal richtig in Position bringen. Also. Helfer einstellen. Er fährt ein wenig schief, aber egal. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, der ist voll. Schwuppdiwupp. Abtanken. So, der bereitet jetzt das Feld vor. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir die Kartoffeln legen werden. Und ja, wie gesagt, schreibt in den Kommentaren eure Fragen. Also die müssen jetzt nicht unbedingt zum Spiel sein, sondern ihr habt halt die Möglichkeit, Fragen an mich zu stellen, um mich eventuell besser kennenzulernen. Um zu erfahren, wie ich aufnehme, wie ich die Programme bearbeite, sonst irgendwie was. Ist eure letzte Chance, sonst breche ich das Ganze ab.
Und es braucht mir keiner mal ankommen und irgendwelche Fragen stellen, wie kann ich dich im PSN ändern? Adden. Fällt dann flach. Dann stelle ich nämlich die Kommentarfunktion ab. Und dann ist die Sache auch okay. Denn eure Resonanz ist sowieso sehr schlecht. Also wenn ich mal... Ich guck mal eben ganz kurz nach. Schuppdiwupps, Seite öffnet sich. Zack. So. Videomanager. So. Landwirtschaftsnummer 2013. Titanium Edition. 19 Mist aufladen und streuen. So, 225 Leute haben das Video gesehen. Davon haben es gerade mal 7 Leute geschafft, es zu liken. Und 3 Kommentare drunter. Echt schwach. Mal gucken, wer was geschrieben hat. Google, wann kommen die nächsten? Achso, 90 Stunden, das habe ich euch ja schon mal vorgelesen. Im letzten Video, FAQ, wo ich euch aufgefordert habe. Oh, 8 Kommentare jetzt drunter. 1, 2, 3. Alle 4 Kommentare ansehen. Also. Tino Porsche. Oder mach mal an. Nee, jetzt muss ich mal gucken. Doch. Alles vor 3 Tagen. Der Tino Porsche. Oder mach mal ein Video, wo du sagst, welche Geräte in jeder Gruppe das Beste ist. Ja, das muss jeder für sich entscheiden, womit er arbeiten will. Das kann ich nur dazu sagen. Könntest du eventuell ein Video über die Cash-Traktoren machen? Wäre nett. Habe ich schon mal. Musst du mal in der Playliste gucken. Das ist eins von den ersteren Videos. Sehe Raps und Dünges. Dann gibt es die gleiche Menge wie an Weizen. Ja, danke für den Tipp, aber da habe ich trotzdem kein Stroh. Habe ich dir auch drauf geantwortet. Ach, von dem Herrn kam ja auch, du möchtest gern Bauer. Habe ich den Kommentar gelöscht? Ich glaube, mir hat er selber gelöscht. Ist ja auch egal. Ja, aber das Stroh baust du dann auf eine riesen Acker an. Also Weizen, sorry. Zum Beispiel Nummer 20. Wird durch Raps ganz schnell leistbar. Ja, ich habe Feld Nummer 20. Haben wir das nicht schon? Keine Ahnung. Und dann rentiert sich das Ganze auch mal. Und PS, noch eine Frage. Weißt du zufälligerweise, wie man Rundballen besser aufladen kann? Weil bei mir das nicht so gut geht. Ja, Rundballen produziere ich schon gar nicht. Weil ich weiß nicht, wie man die besser aufladen kann. Ich krieg's nämlich auch nicht gebacken. Deswegen habe ich ja hier dieses Video gemacht. Diesen Ballensammelwagen. Ist es einfacher. Könntest du das mal versuchen, in einem Video zu klären oder mir es halt sagen, wie es geht? Ich kann ganz gerne mal eine Rundballenpresse kaufen, eine Runde pressen und versuchen, die gut aufzuladen. Vielleicht fällt mir da was auf oder ein. Naja gut, das soll es auch für heute gewesen sein. Schreibt mir bitte in die Kommentare eure Fragen. Dafür sind die Kommentarfunktionen da. Lasst eine Bewertung da. Empfehlt mich weiterhin eure Freunde. Ja, und ich sag's wie immer, tschö mit Ö und bis die Tage.